Vielen Dank fürs Einschalten, sagt dein CECT-Shop-Team. Und wir haben heute hier das 5G-fähige Honor 50 Smartphone zum Unboxing und Hands-on für dich am Start. Das Ganze gibt es in drei verschiedenen Varianten mit 8 plus 128, 8 plus 256 und 12 plus 256 GB in den Farben Schwarz, Grün, Silber und Kupfer. Und ja, was hier so im Lieferumfang dabei ist und ein Hands-on wie immer nach dem Intro. Schön, dass du wieder da bist. Ja, das Honor 50 reiht sich also hier ein. Es gibt neben dem Honor 50 auch noch das Honor 50 SE sowie das Honor 50 Pro NTH-AN00, die Modellnummer. Und im Vergleich zum Honor 50 Pro haben wir hier beispielsweise lediglich ein 6,57 Zoll großes AMOLED-Display, auch 120 Hertz Aktualisierungsrate, auch 10-Bit Farbtiefe, aber eben ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler. Das Ganze ist auch ein wenig leichter, bringt hier lediglich 175 Gramm auf die Waage. Muss man aber auch sagen, dass es dann schön in der Hand liegt, wie ein altes 5,5 Zoll Smartphone, allerdings natürlich ein wenig länglicher. Auflösung 2340 x 1080 Pixel, Always-On-Display natürlich, ja, und 300 Hertz Abtastrate. Ein weiterer Unterschied direkt mal zum Honor 50 Pro, eine einfache Frontkamera, hier 32 Megapixel. Auf der Rückseite, da haben wir aber auch dann die gleichen Kamerasensoren und angetrieben wird das Gerät auch vom Snapdragon 778G gepaart mit einem Adreno 642L. Dann im Lieferumfang natürlich mit dabei eine SIM-Nadel, dann ebenfalls eine Kontrollliste. Es werden alle Geräte vor dem Versand von uns getestet. Hier NTH-AN00, die Modellnummer und ja, Dual-SIM. Keine Speichererweiterung per Micro-SD-Speicherkarte möglich und 2 Watt pro Kilogramm. Der SAR-Wert, NFC-Chip ist auch mit an Bord, Garantiekärtchen und eine Honor-Silikonschutzhülle. Ja, auch hier am Rand ein wenig dünner, lässt sich also schon erahnen. Wir haben ein Curved Screen Display 75 Grad Arc Screen, so wie es der Hersteller hier schön nennt. Dann ein weiterer Unterschied zum Honor 50 Pro. Anstatt 100 Watt hier 66 Watt Honor Supercharge Ladegeschwindigkeit, also das Netzteil ein wenig kleiner, ein wenig leichter. 11 Volt, 6 Ampere maximal, Stecker Typ A, alles kein Problem. Es liegt dann natürlich wie immer auch ein passender Adapter, basierend auf dem Empfängerland bei und geladen. Und zur Datenübertragung, da habt ihr dann ein USB Typ C Ladekabel. Ja, der USB-C Port hier unten 2.0, hier die der SIM-Slot. Dual-SIM-Karten-Slot. Ihr seht auch hier die Unterseite sowie Oberseite ein wenig mattiert, nicht allzu glänzend. Also ein bisschen die optische Abgrenzung. Mikrofon hier und der Lautsprecher auf der rechten Seite, dann hier Ein- und Ausschaltknopf plus minus Lautstärke-Wippe. Hier oben dann Mikrofone und linke Seite keinerlei Anschlüsse. Auch schon ab Werk direkt mit aufgetragen eine Displayschutzfolie, also auch sehr schön. Dann, ja, es wurde groß angepriesen, dass der Google Play Store und andere G-Apps auf den Honor 50 Geräten laufen. Das ist bedauerlicherweise derzeit, Stand heute, nicht der Fall. Also, ihr könnt hier zwar im Einstellungsmenü
Google schon finden. Ihr seht hier auch unter Nutzer und Konten Google bereits mit dabei, aber bis dato war es uns nicht möglich, den Google Play Store zum Laufen zu bringen, beziehungsweise hier eben ein Konto hinzuzufügen und über den Google Play Store Apps herunterzuladen. Werkzeuge, Kompass hier mit am Start, Gerät finden, ja, GPS, HGPS, GLONASS und Beidou mit dabei. Ihr habt ein Game Center, wesentliches, ja, also auch schön, dass eben hier wie früher mit EMUI und auch Magic UI, das Honor 50, das läuft ja mit Magic UI, Deutsch als Betriebssystemsprache vorhanden ist. NFC hier auch mit zu sehen, Drahtlosprojektion und dann hier mal der Blick ins Einstellungsmenü. Wir haben WLAN, Wi-Fi 6 mit dabei, wir haben Bluetooth 5.2, ja, weitere Verbindungen, Honor Share, Easy Projection, NFC, Near Field Communication, Startbildschirm und Hintergrund. Hier gibt es verschiedene Designs, die euch zur Auswahl stehen. Und dann gibt es natürlich auch hier beim Always On Display, also AOD, verschiedene Auswahlmöglichkeiten und Einstellungsmöglichkeiten. Künstlerisch, analog, digital und eben auch noch mehr AOD Magazin. Oder dann auch hier Hintergrund, natürlich auch aus der Galerie auswählbar und Symbole. Startbildschirm Einstellungen, Startbildschirm Stil mit Draw oder nicht und eine Signatur für den Sperrbildschirm. Anzeige und Helligkeit, die machen wir mal hoch und die adaptive aus. Farbmodus und Temperatur, klar, hier könnt ihr die Farbtemperatur und den Modus einstellen. Augen schon. E-Book-Modus geht hier direkt ins Monochrom über. Und den Dark Mode, aber der ist ja schon aktiviert, kann aber auch noch geplant und ganztägig aktiviert eingestellt werden. Schriftart und Schriftgröße, klar. Hier könnt ihr noch variieren, je nachdem, wie ihr es möchtet. Dynamische Bildschirmaktualisierungsrate, also je nachdem, wird selbige angepasst. Ja, ich empfehle hier natürlich immer eigentlich direkt das Ganze auf 120 Hertz einzustellen. Dann ist das Scrollen recht angenehm und ja, möchte man auf keinen Fall mehr missen. Aussparung, Ausblenden, Standard. Also das ist dann hier im Dark Mode natürlich nicht mehr zu sehen. Jetzt schon und dann einfach softwareseitig hier einen Balken überlagern. Also dann im Dark Mode eben nicht mehr nötig. Dann hier Töne und Vibration. Ja, wir haben einen Mono-Lautsprecher verbaut. Soweit ich weiß, müsste sich hier auch noch eine Video- oder Audiodatei, ja, von Honor auf dem Gerät befinden. Also, wie gesagt, das Ganze hier mit Mono-Lautsprecher. Benachrichtigungen, ja, klar. Das dann selbst erklären. Apps. Akku, der hat hier 4300 mAh und eben 66 Watt Ladegeschwindigkeit. In 20 Minuten kann man das Gerät auf 70% aufladen. Speicher hier entweder 128 oder 256 GB. Die Auswahlmöglichkeiten, Sicherheit, Gerät finden, Sicherheitsupdates. Ja, die bekommt ihr natürlich auch rein. OTA-Updates. Die sind unterstützt bei den Honor 50 Geräten. Bedienungshilfen. Schauen wir hier mal rein. Oder auch Verknüpfungen mit Gesten, Screenshot aufnehmen.
Klopfen, Teilscreenshot, Scrollshot und der Drei-Finger. Bildschirm aktivieren. Je nachdem, entweder aufrichten oder zweimal antippen. Dann Multi-Window-Funktion. Touch-Schutz auch noch mit dabei. Ja, hier eben die Konten, das schon am Anfang gezeigt. Google hier mit dabei, aber eben hier derzeit noch mit Einschränkungen bzw. gar nicht möglich, G-Apps zu nutzen. Systemnavigation, klar, Gesten oder die drei Tasten. Navigation oder eben auch hier dieser Navi-Dot antippen, um zurück, länger gedrückt halten. Sprache und Eingabe bezüglich der Tastatur, also hier ist die Honor IME vorinstalliert. Das ist auch kein Problem, ihr könnt einfach eine andere Tastatur natürlich installieren, um beispielsweise deutsche Umlaute nutzen zu können. Dann hier auch an Sprachen etliches zur Auswahl. Auch das Ganze hier aktualisierbar. Und einfacher Modus, der ist hier auch möglich. Also einfach ein vereinfachtes Startbildschirm. Layout mit größeren Symbolen und die AI Engine, also die künstliche Intelligenz, die ist natürlich auch schon länger hier vorhanden in den Smartphones. Honor 50, GPU Turbo Magic UI 4.2, Android 11, der Snapdragon 778, 8 GB RAM, 2340 x 1080 Pixel Auflösung hier beim Honor 50 Full HD Plus, das Ganze also. Ja, und in der Kamera, da haben wir dann auch den Weitwinkel natürlich zweifach optischer und dann auch einen Zoom bis zu 10-fach, der hier möglich ist. Wir können Videos aufnehmen mit 4K und 30 Frames per Second, Fotos bei Lächeln, Audiosteuerung, ihr könnt das Seitenverhältnis einstellen und weitere Einstellungsmöglichkeiten und Einstellungen hier treffen. Porträtaufnahmen wegen dem Tiefensensor sind natürlich hier möglich. Dann auch das Ganze hier Hintergrundunschärfe deaktiviert oder aktiviert. Auch Beauty zwischen 0 und 10 auswählbar. In der Nacht, da können Aufnahmen mit 10-fachen Zoom, allerdings ohne Weitwinkel, geknipst werden. Und dann habt ihr hier nochmal zusätzlich den Blenden-Modus. Na, alles klar. Videos, hier ist auch der Zoom möglich, 6-fach und Multikamera-Aufnahmen, das ist natürlich klasse. Dann könnt ihr hier die rückseitige Hauptkamera nutzen und zeitgleich die Frontkamera, um Videos zu knipsen. Entschuldigung, natürlich, um Videos aufzunehmen. Story Creator, also für Influencer, Vlogger. Und dann haben wir natürlich noch mehr, unter anderem dann Pro oder eben dann auch Panorama, HDR, Zeitraffer oder Super Makro und die hohe Auflösung. Also das sind hier die Möglichkeiten mit der Kamera des Honor 50.
welches eben ab sofort hier bei uns im CECT-Shop zu bestellen und zu kaufen ist. 6,57 Zoll großer Bildschirm, schwarz, grün, silber, kupferfarben, drei verschiedene Varianten, Snapdragon 778G und gerade mal 175 Gramm leicht. Wi-Fi 6 natürlich auch mit am Start und 66 Watt Ladegeschwindigkeit mit Netzteil im Lieferumfang dabei, wenn ihr hier bei uns unter cct-shop.com bestellt und kauft. Weitere Infos, wie immer, auch hier in der Videobeschreibung und andernfalls bei weiteren Fragen bitte einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns, von dir zu hören, sagen vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren, dein CECT-Shop-Team.